und er packte ein, was er so brauchte, wenig. Doch es wurde dies und das so, die Pfeife, die er immer abends rauchte, und das Büchlein, das er immer las, Weißbrot, nach dem Augenmaß, freute sich des Tals noch einmal und vergaß es, als den Weg ins Gebirg einschlug. Und sein Ochse freute sich des frischen Grases, kauend, während er den Alten trug. Denn dem ging es schnell genug. Doch am vierten Tag im Felsgesteine hat ein Zöllner ihm den Weg verwehrt, Kostbarkeiten zu verzollen. Keine, und der Knabe, der den Ochsen führte, sprach, er hat gelehrt, und so war auch das erklärt. Und der Mann in einer heitern Regung fragte noch, hat er was rausgekriegt? Sprach der Knabe, dass das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. Du verstehst, das Harte unterliegt. Dass er nicht das letzte Tageslicht verlöre, trieb der Knabe nun den Ochsen an und die drei verschwanden schon um eine schwarze Föhre. Da kam plötzlich Fahrt in unserem Mann und er rief, hey du, halt an, was war das mit diesem Wasser? Alter! Hielt der Alte. Interessiert es dich? Sprach der Mann. Ich bin nur Zollverwalter. Doch wer wen besiegt, das interessiert auch mich. Wenn du's weißt, so sprich, schreib mir's auf, diktier es diesem Kinde. So was nimmt man doch nicht mit sich fort. Da gibt's doch Papier bei uns und Tinte und ein Nachtmahl gibt es auch. Ich wohne dort. Na, ist das ein Wort? Über seine Schulter sah der Alte nach dem Mann. Flickjoppe, keine Schuhe und die Stirne mehr als eine Einsgefalte. Ach, kein Sieger trat da auf ihn zu und er murmelte, auch du. Eine höfliche Bitte abzuschlagen war der Alte, wie es schien, zu alt, denn er sagte laut, die etwas fragen, die verdienen Antwort, sprach der Knabe. Raum und Raum und Boden zu kriegen, ist bei uns ein alter Traum, ist bei uns ein alter Traum. Der Raum, den mein Bruder eroberte, liegt im Quadrama-Massiv. Er ist lang, 1,80 Meter. Und 1,50 Meter tief. Das muss man erst einmal...